Auf dem Transfermarkt hat Borussia Dortmund äußerst zurückhaltend agiert, wobei man auf der aufnehmenden Seite durchaus einen Spieler dazuzählen könnte, Giovanni Reyna. Das 19 Jahre alte Top-Talent ist nach langer Verletzungspause endlich wieder zurück und quasi wie ein Neuzugang für Trainer Marco Rose. Wie viel Spaß das Offensivtalent mittlerweile wieder im Kreise seiner Teamkollegen hat, zeigte sich in einem kürzlich aufgetauchten Video, das der BVB auf Twitter gepostet hat. Auf diesem ist Reyna im 1 gegen 1 mit Mats Hummels zu sehen. Gleich dreimal düpierte der US-Teenie den Weltmeister von 2014, kam sogar zweimal per Tunnler zum Torerfolg. Danke für nichts, Admin, schrieb Hummels mit einem Lachsmiley unter das Video. Nach 5-monatiger Leidenszeit ist Reyna wieder zurück beim BVB und eine echte Option für das Heimspiel am Sonntag gegen Bayer Leverkusen. Stefan Lehmann steht vor einer emotionalen Rückkehr. Der Stadionsprecher des FC Bayern hat einen neuen Job, der ihn zurück zu seinen Wurzeln führt. Als Stimme der Bayern ist Lehmann in den vergangenen 25 Jahren eng mit dem deutschen Rekordmeister verbunden. Viele Fans kennen gar keinen anderen Stadionsprecher und Moderator der Events des Clubs. Die gute Nachricht für alle Fans zuerst: Lehmann bleibt auch weiter Stadionsprecher der Bayern. Allerdings hat der 59-Jährige einen neuen alten Radiosender als Auftraggeber. Lehmann kehrt zu Antenne Bayern zurück, wo er seine Karriere begonnen hatte. Ab dem 28. Februar wird er für den Sender montags bis freitags zwischen 7 und 11 für die Frühschicht bei Oldie Antenne übernehmen. Jim McInvale ist bekannt für seine hohen Wetten im US-Sport. Jetzt setzt der Geschäftsmann aus Texas 4,5 Millionen Dollar auf den Super Bowl-Gewinn der Cincinnati Bengals. Liegt er richtig, bekommt er rund 6,8 Millionen Euro zurück. Ich musste ungefähr 200.000 Dollar Wetten machen, damit es funktioniert, sagte McInvale bei ESPN. Die Bengals treffen am 13. Februar Ortszeit im Finale der Football-Profiliga NFL auf Gastgeber Los Angeles Rams. Im Vorjahr hatte McInvale gut 3,5 Millionen Euro auf den Triumph der Tampa Bay Buccaneers gesetzt und gewonnen. Zuletzt lief es allerdings nicht so gut. Im Januar verlor der Geschäftsmann bei Football-Wetten insgesamt 4,7 Millionen Dollar. Unter anderem lag er beim Finale der College-Meisterschaft falsch. Ich habe immer gesagt, dass ein Rückschlag nur eine Vorbereitung für ein Comeback ist, so der 70-Jährige.